cool, dass man in einem Computerspiel gegeneinander antreten konnte und dass das so interessant ist, dass das sich ein Außenstehender anschaut, sodass für mich klar war, boah, irgendwann will ich auch mal so gut spielen, dass ich es auf eine dieser Bühnen schaffe. Und so, ja, ich möchte Profispielerin werden. Mein Vorbild waren die Teams, die auf diesen E-Sport-Veranstaltungen auf der Bühne gespielt haben. Und das war das, was für mich so wertvoll war. Du hast etwas geschaffen in dem Moment, was andere Leute glücklich gemacht hat. Und das wollte ich auch mal machen. Und das empfinde ich auch mit meiner Arbeit so, dass ich, wenn ich auf diese Bühne gehe, dann erfreue ich mich daran, dass ich ein kleiner Teil davon bin, dass die Leute einfach einen fantastischen Abend haben. Und das ist so das, was ich mir immer vor Augen halte und wonach ich strebe. Ich empfinde es als unheimliche Ehre, jedes Jahr auf der Gamescom erneut auf dieser großen, fantastischen Bühne stehen zu dürfen. Morgens da rauszulaufen und so viele Menschen direkt vor dir stehen zu haben, die wegen derselben Sache da sind wie du. Das ist einfach nur fantastisch. Viele Leute fragen mich so, du hast so total verschiedene Hobbys. Du zockst Counter-Strike einerseits und dann reitest du. Das macht doch gar keinen Sinn. Und ich finde, das ist gar nicht so fernab voneinander. Wenn du auf diesem Pferd sitzt, musst du dich zu 100% auf das fokussieren, was du gerade tust. Und genau so ist es auch tatsächlich jetzt im wettbewerbsorientierten Computerspielen. Du hast eine Situation, in der du dich 100% auf die Situation einstellen und fokussieren musst. Du musst auf den Punkt Leistung bringen. Ich muss abschalten, wenn ich auf einem Pferd sitze, weil wenn ich an irgendwas anderes denke, dann sitze ich nicht mehr lange auf dem Pferd. Dann trennen sich die Wege. Das sind 3 Stunden Urlaub, die ich mir am Tag nehmen muss, wenn ich in Köln bin. Es dauert halt so lange, das Pferd fertig zu machen, mich darum zu kümmern. Mein Ziel als Reiterin ist es, dass alle Parteien, alle beteiligten Parteien mit einem Lächeln nach Hause gehen. Das Pferd geht glücklich in die Box und ich gehe glücklich nach Hause. Mein Ziel als Moderatorin ist es, den Leuten einen guten Abend zu bescheren. Dass sie Spaß haben an dem ich auch Spaß habe.